das ist eine Sache, die ich relativ früh über das Lernen gelernt habe, dass man irgendwie möglichst schnell selbst probieren muss. Wir leben in so einer rasanten Zeit und meine Branche sowieso ist so rasant, verändert sich so schnell, dass das, was die Generationen vor einem noch gemacht haben und für das sie vielleicht gelobt wurden und herausgeragt haben, dass es für einen selber gar nicht mehr gilt. Insofern habe ich eigentlich mich nicht sehr orientiert an den Altvorderen oder jemandem nachgeeifert, sondern sehr schnell versucht, es selbst auszuprobieren, selbst zu scheitern und selbst den Weg zu finden, den vielleicht auch noch nie jemand gegangen ist vorher. Also ohne Tiefschläge und ohne Enttäuschung und ohne, dass einem auch mal was weggenommen wird, man wieder quasi von vorne beginnen muss, lernt man einfach nicht. Das ist schon der größtmögliche Erneuerungsprozess auch im Kopf, wenn man sich jetzt wieder mal umgucken muss. Ne? Okay, was können wir eigentlich Neues machen? Was fehlt jetzt eigentlich? Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn es immer alles glatt läuft. Weil man wird wahnsinnig schnell sehr arrogant und denkt, man kann es. Man hat es für sich entdeckt und man muss sich auch gar nicht mehr hineinbegeben in diese Tiefen des Argumentierens. Warum mache ich das und warum ist das gut? Weil man denkt, es funktioniert doch. Und insofern ist es eigentlich alles in allem zwar eine harte, aber eine sehr positive Erfahrung, weil sich wieder Türen auftun. Also ich glaube, die verzweiflungsreichsten Zeiten sind die, wo man nicht weiterkommt. Man irgendwie stagniert, aus welchen Gründen auch immer, und nicht lernen darf, wo man vielleicht zu Hause mit dem Baby gefangen ist und das von morgens bis abends macht. Oder jobmäßig in irgendeiner Situation gefangen ist, wo man immer das Gleiche macht. Das, glaube ich, führt direkt zur Depression. Also ganz sicher, dass das eine wesentliche Facette des Glücks ist, dass man das Gefühl hat, man kommt weiter. Danach strebt ja auch jeder Mensch, sich weiterzuentwickeln, besser zu werden, neue Bereiche zu entdecken.